Sexy, modern, simpel und nicht zuletzt günstig. All das sollte die Bente 24 sein. Wohl kaum ein anderes Boot ist in letzter Zeit mit so großen Erwartungen von der Seglerszene bedacht worden. Neudeutsch kann man schon fast von einem Hype sprechen, der durch die unkonventionelle Entwicklungsphase mittels Blogs, sozialen Netzwerken und Mitbestimmung auf Messen befeuert wurde. Jetzt, nach nur einem Jahr, ist es also soweit. Der Prototyp der Bente 24 schwimmt. Auf der Schlei muss der deutsche Kleinkreuzer aus der Jodel-Frohlich-Feder nun zeigen, ob er wirklich hält, was sich so viele von ihm erhoffen. Nämlich ein rasantes Boot zum Heizen, das dabei aber auch tourentauglich sein soll. Die Macher hinter der Bente, Stefan Boden und Alexander Frohlich, hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen von einem Boot. Ich will segeln, ich will schön segeln, ich will einfach segeln, ich will drauf leben können. Und ich will ein modernes Boot haben. Also das gab es am Markt nicht, was du da gesucht hast? Ich habe nichts. Nö, nicht in meinen Vorstellungen. Es gibt natürlich schon Boote, die ich hätte kaufen können. Ich fand das Varianterkonzept schön, dass ich mir das so zusammen. Also dass ich jetzt nichts mitkaufe, was ich nicht brauche. Das fand ich toll, dass ich mir das so zusammenstelle, wie ich es haben will eigentlich. Nur die Variante ist auch schon 30 Jahre alt. Also das modernste Schiff der Welt ist es auch nicht mehr. Bente dagegen ist wirklich modern, mit einer Optik, die polarisieren dürfte. Wavepiercer-Bug, Kimmkante und feste Spritzkappe in Signalfarbe. Entgegen ihrem weiblichen Namen kommt sie ziemlich maskulin daher. Der Name stammt übrigens von der Frau des Co-Konstrukteurs, der in der Entstehungsphase stets die weibliche Sicht der Dinge mit einbrachte. Der Torqueedo E-Motor ist Option. Serienmäßig wird die 7,5 Meter lange Deutsche mit 5 PS Benzin-Außenborder ausgeliefert. Ein Diesel ist nicht geplant, denn der würde das Gewicht der 1,35 Tonnen schweren Bente deutlich erhöhen. Trotz des noch zu schweren Prototyps sind die Segelleistungen gut. Ein Wendewinkel von knapp unter 90 Grad, mehr ist mit den Standardtüchern aus Darkron von Lee Sails nicht drin. Doch auch mit dieser Garderobe kommt die bei Yacht Service in Polen gebaute Bente auf knappe 6 Knoten am Wind. Steigt der 55 Quadratmeter Gennaker am aufgebauten Alurüssel, beschleunigt das Boot auf teils über 10 Knoten. Die Werte passen damit in das Segment kleiner sportlicher Yachten. Ein Wermutstropfen aber ist das Ruder. Wir haben viel Widerstand momentan, das ist eine Kombination. Also Widerstand beim Lenken, als wir im Gleiten waren. Wir sind ja heute bestimmt über eine Meile geglitten. Da war es perfekt, aber beim normalen Segeln brauchst du viel Kraft. Das liegt einmal an der Balancierung von so einem Blatt und auch an dem Hebelarm von so einem Blatt. Aber das sind für uns zu Hause, also bei uns im Büro, das ist Kinderkram. Also das ist ja unser Tagesgeschäft. Kinderkram, den das Team bald behoben haben will. Dafür ist ein Prototyp nun mal da. Zum Testen, Ausprobieren, sehen, was geht und was nicht. Und dieser Prototyp-Charakter fällt auch unter Deck sofort ins Auge. So, jetzt haben wir hier den Prototypen. Was wird jetzt geändert noch? Wir sehen relativ einfachen Innenraum, auch nicht so hundertprozentig, noch nicht hundertprozentig gefinisht. Ja, also zum Beispiel, dass ihr seht, dass überall Schraubenköpfe sind. Also das wird in einer kleinen Serie ganz einfach gelöst, wie wir es auch bei uns sind. Wir betreuen ja viele Großserienhersteller. Da sind Aluminium-Inlays, also Einlagen in Laminat drin, da ist ein Windgewinde reingeschraubt. Zum Beispiel hier im Salon kommt eine Innenschale rein. Später wird unsere Struktur, das sind ja jetzt nur Platten, ja eigentlich alles, das wird eine organische Struktur sein, die wir bei uns im Haus entworfen haben. Also mit Trägern, die hochgehen an die Pöttingeisen. Ein Kielrezess, wo der Kiel drin sitzt, nicht wie jetzt mit 12 Kielbolzen, das bombenschussfest festgemacht ist. Also schussfest, na klar auch, aber nicht mit 12 Bolzen. An Deck haben wir, hast du ja heute auch gesehen, Fußleisten fehlen, Winchpodeste fehlen. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir an dem Punkt, der Ansicht war, okay, am Computer kann man alles simulieren. Das machen wir andauernd. Aber wir finden es schöner, einfach die Erfahrung auf dem Wasser zu sammeln und zu sagen, genau da möchte ich es haben. Oh, die Winch muss 10 cm weiter nach vorne. So wie wir auch mit dem Ruderblatt rumspielen. Wir haben irgendwie das dritte Ruderblatt jetzt hinten dran und sagen, nein, wir wollen das Perfekte machen. Klingt einerseits plausibel, auf der anderen Seite aber auch nach einer ganzen Menge Arbeit. Auch am Dodger wird noch gebastelt. So soll er in Zukunft schnell abnehmbar sein, damit der Gennaker leichter geborgen werden kann.
Unter Deck gibt es 5 Kojen für Segler, wenig Stauraum und ein Chemie-WC. Das muss laut Alexander Frohlich ausreichen. Ich denke, beim Segeln, wenn man zu zweit ist, dann braucht man sich nicht verstecken, wenn man schon auf so einem kleinen Boot in Urlaub fährt, wenn da einer an Deck bleibt. Aber es ging ja für uns um eine Notdurft. Und das, denke ich, ist gelöst. Ja, der Markt will es wahrscheinlich einfach haben. Ne? Bente will es haben. Und Bente bekommt es. Eingehüllt von Segeltuch für ein Quäntchen Privatsphäre. Ob das praxistauglich ist, wird sich zeigen. Bordhund Polly gibt es übrigens weder im Standardpaket noch als Option, wohl aber einen herausziehbaren Küchenblock für 1200 Euro. Zum Wahrmachen der Ravioli dürfte es reichen, für mehr aber auch nicht. Auch das ist Bente. Reduktion auf ein Minimum. Nur beim Preis hat es nicht ganz so geklappt wie einst angenommen. Für 29.750 Euro kann man lossegeln, denn in dem Preis sind sowohl die Amwind-Garderobe als auch Motor und Schoten enthalten. Unter Deck bleibt Bente dann allerdings nackt. Wer mehr möchte, kann sich mit Hilfe der Optionsliste bis auf 39.000 Euro hocharbeiten. Denn erst dann gibt es einen wirklich fahrtentauglichen Kleinkreuzer. Auf der anderen Seite könnte man aber auch argumentieren, dass den eigenen Ideen dadurch keine Grenzen gesetzt sind. Und auch das passt zum Konzept von Bente. Ein hohes Maß an eigener Kreativität und Freiheit, um sich seine Bente zurechtzubasteln. Zumindest ein anderer Ansatz. Eines bleibt: Sind die Kinderkrankheiten erst behoben und das Finish des Ausbaus verbessert, ist der Weg für einen guten Kleinkreuzer geebnet.